In diesem Video werde ich euch zeigen, wie wir von Einzelbildern zu einem gestitchten Bild kommen und wie wir anschließend hier den Zenit korrigieren und auch am fertigen Bild ein Nadir-Logo einsetzen und hier über dem Dorf einen Text setzen. Ich verwende dazu zwei Programme. Ein Stitching-Programm PTGUI und hier, was wir hier sehen, die Live View, das ist Affinity, wo wir auch die Möglichkeit haben, 360-Grad-Bilder anzuschauen, zu editieren und zu korrigieren. Ich verwende für dieses Demo extra ältere Bilder von 2017, die habe ich damals mit der Phantom 3 Pro aufgenommen, dass wir auch sehen, dass wir mit einfachen Drohnen eigentlich sehr gute Aufnahmen machen können. Der erste Schritt besteht immer darin, dass wir die Einzelbilder zusammenstitchen. Ich verwende dazu PTGUI in der Pro-Version. Und wenn wir da den Projektassistenten anschauen, steht da zuerst die Bilder laden. Das werden wir jetzt mal tun. Wir laden 33 Bilder von diesem Shooting mit der Phantom 3 Pro. Dann werden wir diese Bilder ausrichten. Beim Ausrichten berücksichtigt die Software auch DJI eigene Daten wie die Gimbal-Position. Sonst könnten wir auch diesen Himmel hier nicht zusammenstitchen. Wir sehen aber, dass wir nicht das Bild fertig erstellen können, weil gewisse Kontrollpunkte fehlen. Und aus diesem Grund werden wir jetzt die Bilder nochmals ausrichten. Normalerweise genügt es mit zwei Iterationen, dass das Programm dann in der Lage ist, das Panorama auch zu erstellen. Das werden wir jetzt auch tun. Wir erzeugen ein JPEG-Format, da wir am Schluss das Panorama auch auf sozialen Medien publizieren wollen. Da können wir nicht ein komplexes Format verwenden, sondern ein komprimiertes wie JPEG. Ich lasse mal die Größe auf diesen Standardwerten und erstelle das Panorama. Was wir bei diesem Panorama erkennen und was eigentlich auch normal ist, dass wir hier oben keine Bilder haben. Die Drohne kann ja nicht nach oben fotografieren. Es gibt zwar Methoden, wie wir das händisch machen können, wenn die Drohne gelandet ist, indem wir sie kippen um 60 Grad und dann diese sogenannte Zenitbilder erzeugen. Das habe ich jetzt aber hier nicht gemacht, sondern einfach ein Standard-Shooting verwendet, ohne dass wir hier oben noch Bilder vom Zenit haben. Diesen Zenit werden wir anschließend in Affinity mit Artificial Intelligence entsprechend durchrechnen. Ich habe jetzt in das Programm Affinity gewechselt und lade das fertig gestitchte Bild. Wie wir sehen, fehlt hier der Zenit oben im Bild. Was wir jetzt hier machen, ist folgendes. Wir erstellen aus dieser Ebene eine sogenannte 3D-Projektion, eine Live-Projektion. Affinity hat seit der Version 1 auch den Kernel komplett neu überarbeitet. Und wir sehen, dass wir jetzt hier im Bild navigieren können, wie wir das von Panoramen eigentlich gewohnt sind. Wenn wir jetzt hier oben den Zenit anschauen, dann haben wir doch ein beträchtliches Loch im Himmel. Und das werden wir jetzt mit künstlicher Intelligenz füllen. Ich erhöhe dazu noch das Blickfeld auf 90 Grad. Das ist einfach, dass wir das Loch noch besser sehen. Und werde jetzt das Loch entsprechend auswählen. Das machen wir am einfachsten mit dem Zauberstab. Die Toleranz sollten wir auf 10% wechseln. Dann wird der Bereich ausgewählt. Und ich werde diesen Bereich jetzt noch vergrößern um ca. 20 Pixel, dass wir hier einen sauberen Übergang bekommen. Anschließend gehen wir bei Bearbeiten auf Füllung
Die wird dann zuerst weiß, dieses Loch, und gehen hier auf Inpainting. Das ist da noch nicht sauber übersetzt vom Englischen. Das ist eine ähnliche Funktion, wie wir sie von Photoshop kennen, wo wir entsprechend intelligent füllen können. Das dauert jetzt ein paar Sekunden, bis das dann berechnet ist. Es verfärbt sich dann zuerst schwarz und wir sehen, dass er jetzt am Rechnen ist, der Computer. Das kann je nach Komplexität auch eine längere Zeit dauern. Und hier sehen wir den Zenit-Bereich, wie er entsprechend gefüllt worden ist. Das sieht doch ziemlich gut aus. Wir befinden uns zurzeit im Bearbeitungsmodus vom Bild. Wir werden mal die Auswahl entfernen und dann werden wir bei der Live-Projektion wieder zurückschalten. Wichtig dazu ist, dass hier die Ebene ausgewählt ist, sonst können wir nicht in die Live-Projektion zurückschalten. Jetzt sind wir zurück in der Live-Projektion und haben ein komplettes Panorama. Jetzt werden wir dieses Panorama um ein Nahtierbild ergänzen. Wir gehen dazu auf 180 Grad nach unten. Wir können auch hier noch die Ansicht vergrößern und werden da jetzt ein Logo platzieren. Ich platziere das mal hier auf dieses Fußballfeld. Und jetzt sehen wir, dass wir eine zweite Ebene haben. Wir haben also die Hintergrundebene, was unser 360-Grad-Bild ist, und das Logo. Und da ist es jetzt wichtig, dass wir diese beiden Ebenen miteinander verknüpfen, dass wenn ich das Bild dann wieder drehe, dass das Logo entsprechend mitdreht. Dazu haben wir unter Ebenen eine Funktion, abwärts zusammenlegen. Wichtig ist da, dass da entsprechend das Logo gewählt ist. Und jetzt wird das zusammengerechnet. Dann muss ich wie vorher wieder in die Live-Projektion wechseln, damit ich das Bild auch bewegen kann. Als nächstes werden wir noch ein Textelement einfügen über den Dorf. Texte können sehr nützlich sein, wenn ihr Lokalitäten bezeichnen wollt, auch Berge zum Beispiel, Bergspitzen. Der Text sollte nicht zu groß sein. Auch hier haben wir wieder zwei Ebenen und die müssen wir entsprechend miteinander zusammenhängen. Sonst wird der Text dann nicht mitdrehen und zurückschalten in die Live-Projektion. Wir sehen jetzt, dass sich auch der Text entsprechend mit dem Bild mitdreht. Es ist so auch möglich, geografische Punkte besser zu erklären, wenn wir eine Tour gestalten mit mehreren Bildern oder wenn wir Berge bezeichnen wollen, dann ist das einfach möglich mit dieser Funktion. Wir haben ein Nadir-Bild eingesetzt und wir haben einen Text eingefügt. Jetzt, wenn wir das Bild weiter verwenden wollen, müssen wir es wieder zurückrechnen und entsprechend speichern als Projektion. Dazu werde ich jetzt die Live-Projektion entfernen. Jetzt sind wir zurück in der stereoskopischen Projektion, wie wir das kennen von Panoramabildern. Und wir sehen jetzt, wie das hier gerechnet ist. Diese beiden Einträge, die ich erstellt habe, und auch wie der Himmel hier entsprechend korrigiert worden ist. Ich kann diese Projektion jetzt exportieren.
können wir nochmals sehen, was wir geändert haben, wenn wir zwischen den beiden Bildern umschalten. Wir haben den Zenit ergänzt mit künstlicher Intelligenz. Dann haben wir ein Logo gesetzt auf den Nadir und wir haben einen Namen vom Dorf über das Dorf in den Himmel geschrieben. Wir werden dieses Bild jetzt noch vorbereiten, damit wir es auf Facebook publizieren können. Dazu müssen wir entsprechend die Größe ändern auf 10.000 Pixel. Wir werden auch die DPI-Auflösung entsprechend anpassen. Und beim Exportieren ist auch zu berücksichtigen, dass wir eine hohe Qualität und nicht die höchste Qualität verwenden, damit das Bild nicht allzu groß wird. Jetzt werde ich euch zeigen, wie wir das in Facebook entsprechend publizieren. Hier ist es wichtig, dass wir beim Beitrag erstellen anklicken, dass wir dieses Fenster bekommen. Dann können wir unser Bild reinziehen. Ihr könnt jetzt prüfen, ob es wirklich ein 360-Grad-Bild ist. Das erscheint eigentlich hier schon. Mit Editieren und hier könnt ihr den Anfangswinkel einstellen, wie das Bild erscheinen soll. Ich wähle jetzt mal diesen Kanal hier, gehe auf Save und schon könnt ihr es publizieren mit Posten. Ein fertiges Bild könnt ihr dann auf Facebook so anschauen. Das ist jetzt ein aktuelles Bild von der Mavic 3, das ich während dem Skifahren erstellt habe. Also man sieht, mit diesen 10.000 Pixeln erhält man schon eine sehr gute Qualität. Wenn ihr das Bild auf eurem eigenen Webserver publizieren wollt, gibt es eine einfache Möglichkeit mit PTGUI. Unter auf Webseite veröffentlichen werden wir unser Bild reinladen. Ich habe es jetzt umbenannt in Kalnach, weil dieser Name dann auch verwendet wird für den Output, wie wir hier unten sehen. Was ich euch empfehle, ist, dass wir die aktive Geschwindigkeit runtersetzt auf 1 Grad pro Sekunde und auch das Fortsetzen von 10 auf 2 Sekunden runternehmt. Dann könnt ihr noch einen Titel anfügen. Eine Beschreibung, wenn ihr wollt, und dann entsprechend den Output konvertieren. Diese Darstellung funktioniert auch auf Mobile-Geräten, benötigt also nicht den Flash-Player, wie es hier noch dargestellt wird, sondern ist auch HTML5 fähig. Ich drücke auf Konvertieren, ich habe es jetzt schon mal erzeugt, ich beschreibe das. Das sieht dann in etwa so aus in einem Browser. Das ist jetzt nicht die maximale Auflösung, wir erreichen hier etwa die gleiche Qualität wie auf Facebook. Aber das ist eine relativ einfache Möglichkeit, wie ihr euer Panorama selber exportieren könnt und auf eurer Webpage verwenden könnt. Schaut doch mal rein auf meiner Homepage, da gibt es zahlreiche Informationen über die 360-Grad-Fotografie, auch über meine Apps. Und auch über Fotogrammetrie. Ich habe in der Schweiz schon zahlreiche Schlösser und Burgen auf 3D abgebildet und dazu auch eigene Software für die Drohnenflüge geschrieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.